Schalümpchen. Achso, Schalümpchen, Freunde. Schalümpchen. Ich nehme die Brille ab. Wir haben was ganz Dummes bekommen. Und zwar ein E-Scooter. Nicht einen Xiaomi 1 Dreck. Kack-Ding. Nämlich ein Himo. Also tatsächlich, also leider, müssen wir vornherein sagen, keine Straßenzulassung. In Deutschland. In Deutschland. Dieser Ding hat ein Kennzeichen halt. Ja, wir sind hier wieder auf. Freunde, hier ist eingezäunt. Ja. Da können wir direkt mal kurz auf unsere Petition weisen. Ja. 25 km/h in Deutschland, schaffen wir das? Nur mit eurer Hilfe. Ja, Freunde, Link für die Petition ist unten in der Videobeschreibung. Ganz kurz nochmal Zusammenfassung, ihr werdet es vermutlich schon mitbekommen haben. Wir wollen 25 km/h auch in Deutschland mit E-Scooter möglich machen. Wir machen da richtig Welle mit eurer Hilfe. Ja, das wäre auf jeden Fall geil. Aber jetzt kommen wir mal zu diesem Scooterino. Habt ihr gerade schon mal gesehen, das Ding fährt sich echt geil. 10 Zoll Reifen, 10 Amperestunden Akku. Ja, ich glaube 10.400 Milliamperestunden. Genau. Gut Reichweite hat der Gerät. 350 Watt Motor. Also das, man hat gesehen, ich kam hier einfach einigermaßen sehr gut durch die hohe Hügel hoch. Wir müssen noch mal kurz dazu sagen, im letzten Video, wo wir in diesem Tetraeder waren, da sind wir damit den Berg hochgefahren zum Teil. Und der hier kam deutlich besser hoch als der Xiaomi, der im Dreck liegt. Und wir müssen sagen, wir sind gerade auch noch den ganzen langen Weg hier gefahren und ich habe auch immer noch vollen Akku. Ja, irgendwie verliert der keinen Akku, Freunde. Vielleicht also, kommen wir mal erstmal zu den Vorteilen. Stell mal den Xiaomi am besten einmal kurz daneben. So, den Schrottroller. Dann können wir einmal hier zeigen, was das Ding so kann. Also Reichweite ist deutlich höher. Die wird so ungefähr bei 40 Kilometer liegen angegeben, Freunde. Also könnt ihr sagen, echte 35. So, jetzt sollte euch schon auffallen, ich stelle mal meinen Fuß auf den Xiaomi. Ja, und wenn du hier drauf stehst, dann berühren sich quasi deine beiden Füße. Ich habe jetzt Schuhgröße 44. Wenn ich jetzt hier drauf stehe, ja, ihr seht das. Also gefühlt können hier 5 Leute draufstehen. Ja, das Ding ist riesig. Also die Trittfläche von dem Ding ist gigantisch. Und dazu muss man sagen, das Ding wiegt nur 2 Kilo mehr. Ja. Also das ist ein ganz anderes Fahrempfinden, Bequemlichkeit. Ich verstehe einfach nicht, warum das Ding keine Zulassung hat. Leider überall in Europa fast. Ja, nur in Deutschland. Nur in Deutschland nicht. Nur in Deutschland nicht. Also das Ding macht meiner Meinung nach einen deutlich sichereren Eindruck als der Xiaomi. Ich zeige mal kurz von vorne, damit ihr mal die Höhe, den Höhenunterschied seht. Das Ding ist deutlich höher, deutlich angenehmer damit zu fahren. Eigentlich für Kinder, weißt du? Also das Problem ist, jetzt kommt uns das Ding so vor, als wäre es für Kinder. Guck dir das mal an. Also, ne, das ist wirklich, da fährst du viel geiler drauf. Du hast wahrscheinlich auch weniger Rückenschmerzen. Ich meine, 10 Zoll Reifen kannst du auch drauf machen. Auf den Xiaomi. Das Problem ist, der kommt mir jetzt einfach wie ein Kinderscooter vor. Ja, ist leider, ist wirklich so. Und also, Leute, wir haben noch nicht das Beste gesagt. Der Scooter kostet wirklich einfach nur 80 Euro mehr. Der kostet 480 Euro, meine Freunde. Also ganz ehrlich, jetzt mal, wir sind ja hier Team Xiaomi, ne? Eigentlich aber schon, ja. Das Ding ist einfach in jeder Hinsicht preis-leistungs-empfehlender. Das Einzige, was vielleicht der Xiaomi besser hat, ist, er kann es besser tun. Wobei, wir haben es bei dem noch nicht ausprobiert. Müssen wir jetzt mal ganz klar sagen. Ich denke nicht, dass es da irgendwelche Möglichkeiten gibt. Außer halt das herkömmliche. Wir werden es mal testen. Aber der ist einfach ein bisschen kompakter, klein. Aber dieses Ding ist richtig komfortabel, richtig gut für längere Strecken. Hier steht ja auch Ride Your Life und ich Ride Your Rückenschmerzen. Das Leute. Ding haben wir vormontiert bekommen, teilweise. Lenker muss man selber dran machen. Licht muss man selber dran machen. Das war's. Also wie beim Xiaomi, nur ohne das Licht halt. Das Unboxing und so haben wir euch mal erspart. Ja. Wir wollen euch nicht, dass ihr uns 10 Minuten zuguckt, wie wir einen Pappkarton auspacken. Vielleicht beim nächsten Mal dabei, wenn er sagt, ich möchte mir einen Pappkarton da angucken. Ja, wir können ja einfach so machen, bei dem nächsten Scooter, den wir auspacken, machen wir einfach mal ein Unboxing. Und dann schreibt ihr unter das Video, was dann kommt mit dem Unboxing, weil wir haben jetzt echt noch ein paar mehr Scooter am Start. Schreibt einfach, ob wir das sehen wollt oder ob ihr es nicht sehen wollt, ob wir das Ganze überspringen. Also wir werden auf jeden Fall noch ausgiebig das testen, also den Scooter. Wir müssen gucken, wo wir den Reichweiten-Test machen, weil, wie es ja haben wir gerade schon dreimal gesagt. Wir haben überlegt, wir sind ja hier ist ein Zaun drum. Das ist ein eingezäunter Bereich, das hier ist teilweise Privatgelände, da vorne ist das wieder, man sieht nichts wegen der Sonne, hier hinter, Moment. Ich laufe mal kurz einfach diesen Deich hier hoch. Hier stehen eigentlich nur die Ziegen und Schafe vom Schäfer. Die sind jetzt gerade nicht da, die sind eine Weide weiter. Wir haben schon überlegt, ob wir das einfach hier machen, weil du hast hier wirklich 3-4 Kilometer lang, ob man dann einfach die ganze Zeit hin und her fahren sollte.
wisst ihr, damit man einfach mal testet. Wir werden es auf jeden Fall machen. Also der Xiaomi wird hier nicht hochkommen. Ja, Freunde, noch mal kurz. Gefallen euch diese Drohnenaufnahmen, die wir jetzt hier öfter mal einbauen? Weil wenn ja, wenn ihr sagt, jo, wir wollen vielleicht auch mal so heftige Drohnenaufnahmen haben, dann kaufen wir uns vielleicht bald mal eine neue Drohne, ja, FPV-Drohne. Und wird auf jeden Fall passieren, weil ich weiß, Drohnenaufnahmen halt so kommen immer geil. Bisschen geiler anteasern, so, weißt du was? Auf jeden Fall, schreibt immer in die Kommentare, dann ist es sehr wichtig, eure Meinung. Aber ich finde das krass, der hat also keine Federung, aber der fühlt sich an, als ob der hätte eine Federung. Ja, weil er so fette Reifen hat und so. Ja. Na gut, Freunde, was gibt es noch über den Scooter zu sagen? Wie gesagt, das ist der Himo L2 Max, glaube ich. Alles unter steht in der Videobeschreibung. Wenn ihr euch das Ding mal genau angucken wollt, Link ist natürlich auch dabei. Hier haben wir das Gaspedal. Das ist macht auch Hochwert, gummiert. Ich wollte gerade sagen, das fühlt sich echt cool an. Hier ist Licht. Die Klingel ist auch geiler. Ja, ich zeige euch nochmal sowas, was ich geil finde, was eigentlich Wayne ist, aber ich zeige es einfach mal. Erstmal gebt euch das hier. Weiß nicht, ob man es hört, ihr habt optisches Feedback, ob das aus ist. Ja. Und das ist angenehmeres Geräusch als bei dem Xiaomi. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt, komisch, ich kann ja den Roller gar nicht einrasten lassen. Was ich aber kann, ist meine Einkaufstüte hier dranhängen. Freunde, das ist ein geiles System. Ich kann ausrasten. Du kannst den... Das ist einfach... Ich mach's nicht. Du musst, da ist ein Knopf. Hier, ach so. Nein, hier, ah, da. Ah, okay. Das ist unnormal einfach. Eigentlich ist das echt übel. Und dann kannst du den einfach hier einrasten lassen. An diesem Ding, wo du gleichzeitig deine Einkaufstüte mit transportierst. Ohne Witz, der wiegt nur 2 Kilo mehr. Das merkst du, das fällt jetzt nicht unbedingt auf. Das fällt nicht ins Gewicht. Okay, Freunde, ich glaube, ich meine, sieht auch geil aus. Also wenn ich jetzt hier nicht unten weg runterfalle, aber rückwärts gucke und vom Sonnenuntergang angescheinen schienen wird. Leute, was auf jeden Fall noch kommen wird, wir haben vor, dann ist ja hier alles Metall, das zu lackieren oder zu folieren. Ja, mal gucken. Wie geil das aber aussehen würde, wenn einfach nur hier lila, hier mal gucken und vielleicht hier oben auch was anderes oder auch lila. Das könnte echt geil aussehen. Ja, wir werden es auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich glaube, das war's, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank dafür, dass ihr uns eingeschaltet habt. Und abonniert habt, damit wir so einen Scooter bekommen haben. Ja, das Ding ist nice. Dann bis zum nächsten Mal, Freunde.